make such a speech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Oh, no. Hey, cool. Level up. Es war eine finstere und stürmische Nacht. In einem entlegenen Winkel von Pandora, die nur wenige Männer zu betreten wagen. Nach ihrer Suche nach der trügerischen Kammer schlugen sich unsere furchtlosen Abenteurer in die Bäume von... Was sind Bäume? Oh, verdammt normal! Das sind echt hohe Pflanzen, die aus dem Boden rauswachsen. So? Keine Unterbrechungen mehr! Sie schlugen sich also in die Bäume von Jacob's Cove, einem verwüsteten und vergessenen Ort. Dort versuchte der Wissenschaftler Dr. Ned, der absolut nichts mit dem Dr. Z aus der letzten Geschichte zu tun hat, der gesamten Menschheit zu helfen. Aber letztlich hat er eine Riesenscheiße angerichtet. Du hast geflucht! Der Typ hat Zombies erschaffen, okay? Du bist hier nicht die Polizei, du musst aufpassen! Also, da ist übler Mist passiert. Und es wurde echt gruselig. Und genau da beginnt unsere Geschichte. Ist irgendwas davon wahr? Ja, das weißt du wahrscheinlich. Du bist adoptiert. Ja. Und damit ein wunderschönes Hallihallo-Blüchen. Ja, es ist aber mega spontan. Das war jetzt gar nicht so geplant eigentlich, dass ich hier auftauche. Oh, zum Teufel bin ich hier. Soll man schon hier sein? Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich schon hier sein sollte, ne? Ich bin halt in diesen Teleporter gegangen. Und der hat mich dann woanders hingebracht. Also vielleicht wieder nach Firestone, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, wir können ja mal gucken, so, aber ich glaube nicht, dass wir weit kommen. Ich bin hier drüben! Begrüßungskomitee. Kalibriere die Abwehrgeschütze mit Level 15. Sei gegrüßt, unwissendes Zombiefutter! Ich gehöre zwar nicht der Jacobs Corporation an, doch haben die mich gehackt, damit ich den Leuten erzähle, dass man Unterstützung im Kampf gegen die Untoten begrüßen würde. Ich soll dich warnen, dass sie dir das Hirn wie einen Cappuccino aus dem Schädel saugen, wenn du ihnen zu nahe kommst. Wenn du entgegen jedweder Intelligenz trotzdem helfen möchtest, schlage ich vor, die Verteidigungsanlagen der Stadt zu aktivieren, oder? Cappuccino, nicht wahr? Tschüssi! Könnt ihr mal gucken gehen. Was es hier so gibt. Ich bin mir nur echt nicht sicher, ne? Ob ich hier wirklich sein sollte. Okay, abgeschlossen. Eine Kiste. Nee, eigentlich wollte ich nur mal kurz hier gucken, was hier so ist. Kommt meine Neugierde nicht widerstehen beim Trainieren gerade eben. Wie man sieht, ich bin auch jetzt schon fast Level 16, so wie ich es eigentlich wollte, vor der Folge. Und dann fing diese Mega-Sequenz an, ich dachte mir so, boah, ganz schnell Aufnahme drücken. Ja, und jetzt bin ich in diese Scheiße geraten. Scheiße. Ja gut, komm, wir gucken. Einfach mal. Dass sie auf uns zukommt. Hier sind die ersten. Wie fühlt sich das an? Okay, also mit der Shotgun sind sie One-Hit.
Ja, Mann, Zombiehirn. Das hat sicher wehgetan. Wo braucht man die? Oh Mann. Bin mir nicht sicher, ob ich hier sein sollte. Verdammt, bin ich gut. Andere Frage. Wie viele kommen denn eigentlich noch? Seh nix. Weg. Du bist Schmutz da. Na, wie fühlt sich das an? Die spucken ja. Die ist cool. Warte mal. Entschuldigung. Die ist nice. Dann können wir die entsperren, weil die nicht so gut ist. Und dann nehmen wir die nehmen. Auch gut, auch noch Sniper, aber die bessere. Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob ich hier sein sollte. Ich finde die gar nicht so cool. Weg. Und vor allem habe ich so viele Zombiehirne. Aber Alter, was ist hier nicht los? Hm. Ob ich hier so ganz richtig bin? Auch nach Hause gehen. Geil. Weg. Geh weg. Die Aua. Eklig. Lästige Viecher, Alter. Und wie viele gibt's? Damit gibt's auch so viele, ne? Halt die Klappe. Weg. Was spuckt ihr da eigentlich? Oh, Level. Hey, cool. Level up. Oh Mann. Hey, die Waffe. Hm. Oh oh. Hm. Lecker. Oh, ich bin voll. Weg. Was ist denn hier los, Mensch?
verkaufe ich. Die Sniper. Und die Sniper. Ah, er hat mich gebissen. Das Vieh. Wie viele hier rumlaufen? Schmutz. Mach mal eben Grenzen und beschütze hier Heide. Ich hab dann das auch alles mal taken leichter, wenn die weg sind. Blut sehen. Ich hab dein Handy auch auf, ne? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Rüber? Nee, ne? Get down, Leute. Get down. Gehen wir mal in der Ruhe. Okay, alles heile. Schnauze. Keiner mag dich. Ich mag ihn nicht mehr. Die Geschütze scheinen die Zombies abzuhalten. Die Stadt sollte sicher sein. Hey, ist der Doktor da? Wie viele Zombies treffe ich bis dahin? Mein Freund. Was? Ja, ich will jetzt mal gucken. Die brauche ich nicht. Neues Schild. Gar nicht so schlecht. Gib mich nur mit dem Besten zufrieden. Bah. Okay. Auf mich schießt der Scheiß zum Glück nicht. Für den ganzen Zombie-Brands eigentlich, das wundert mich ein bisschen. Kann ich die irgendwie nachgucken oder so? Weil die haben alle so ein Trophäenzeichen, ne? Und da gibt es Erfolge, Erfolge, guck mal. Ja, jetzt zeige ich mir die Steam-Erfolge. Ja gut. Wenn jemand weiß, warum ich da Dings kriege, Lebt ihr noch? Nein. Warum da so ein Ausrufezeichen sind, sag mal Bescheid, ey. So, Skill Points. Heimzahlen, hartnäckig. Da gibt es Explosionsschaden, Nachladegeschwindigkeit und verringerte Rückzug bei allen Waffen. Das nehme ich. Oh, super. Ich hab grad noch mehr angelockt. Und
Oh Gott. Aua. Ey, wo ist denn der? Freue das nicht mehr. Gut, ja, ich bin jetzt leider gerade mal so ein bisschen am Gucken und so hier. Versuchen dir die Zombies das Gesicht runterzureißen? Kauf dir ein Schild. Und noch ein besseres dann kauf Schild. Dir eine Mediampulle. Wenn dein Schild unten ist, wirst du sie brauchen. Das Schild ist noch besser. Ach komm. Einfach, weil wir es können. Wenn der Scheiß deine Schmerzen nicht lindert, besuchst du meine Krankenstation am Ufer in Jacobs Cove. Genau. Wir besuchen ihn in Jacobs Cove. Die Dr. Ned ist nirgends zu sehen, allerdings hängt da eine Tür an der Nachricht. An der Tür eine Nachricht. Okay, wir sollen suchen. Gut, also wir können jetzt zwar hingehen, aber ich würde jetzt gerne tatsächlich lieber bei dem ersten weitermachen. Dass wir hier nicht alles gleichzeitig machen. Ja, die werde ich auch tatsächlich machen, aber ich möchte die echt nicht heute machen, ne? Ich würde teilweise echt viel lieber bei uns im Gebiet so ein bisschen bleiben. Fände ich eigentlich angenehmer, sag ich ganz ehrlich. Deswegen, ich gehe auch mal wieder nach Hause, glaube ich. Komme ich hier irgendwo nach Hause? Muss ich echt den ganzen Weg laufen? Ach komm schon. Wie doof. Nee, ich würde halt echt gerne lieber laufen. Nach Hause gehen. Beziehungsweise ins erste Level zurückgehen. Damit ich jetzt hier nicht alles überschneide. Falls man das irgendwie doch muss, könnt ihr mir das ja gerne sagen, dann mache ich das gerne. Gar kein Thema. Aber wenn ich es erstmal jetzt nicht muss, würde ich gerne erstmal bei Firestorm bleiben. Weil. So viel auf einmal muss ja nicht sein. Firestone. Bleiben wir erstmal da. Ich meine, wir haben ein paar Erfahrungspunkte geholt. Bisschen Waffen gesammelt. Geile neue Schilde gesammelt. Jetzt könnte man ja noch mal ein bisschen Bones weitermachen. Firestone. So. Quest. Ah. Ach cool. Das kann man also auch mal machen. Sieht aus, als würdest du nein. Sieht aus, als würdest. Ich würde aber eigentlich nicht hören. Haben wir jetzt schon so viel hier? Krass. Ja, man könnte mal so ein bisschen auf die Herausforderung achten, ne? Ja, irgendwie. Ich meine, sowas hier, so Combat Rifle haben wir. Ach, wir haben doch gar keine Combat Rifle, ne? Ach du. Oh. Na gut. Das sind, glaube ich, so Sachen, die man so nebenbei macht, oder?
Spaß, bitte. Alter. Was bitte? Wie viele Aufgaben gibt's bitte? Du okay. Nein, Toast, schwer auf die Nerven gehen. Ja, Ruhe. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Ja gut. House of the Net. House of the Net. Schockkristallernte. Lost Cave. Aber habe ich doch gar nicht angenommen. Toll. Sollen wir jetzt hier nochmal hingehen? Oder noch nicht? 14. Das hat die kleinste Quest gerade, ne? Die Frage ist halt echt sehr gut. Guck mal, hier können wir ein bisschen was looten auf jeden Fall. Eigentlich sollten wir sowieso ein bisschen mehr aushalten, weil größeres Schild und so, ne? Hast du die Kammer noch nicht gefunden? Alter, will er mich ärgern, oder? Pass auf, sonst machen wir die Folge mal ein bisschen kürzer. Also, ein bisschen viel kürzer, ist aber auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, dass wir dann nämlich in der nächsten Folge mal gucken gehen, ob wir jetzt eine Chance gegen den haben. Gegen den, ne? Wer ist er? Den heftigen Boiler, ne? Ups. Dem geht's nicht mehr so gut. Alle tot. Get down, Leute, get down. Ne, dann würde ich jetzt mal zu dem nächsten Speicherpunkt laufen. Einmal kurz speichern gleich und dann könnte man ja mal gucken. Klappe. Könnte man ja mal gucken, dass man. Was? Er hat rumgelegt. Alter. Können wir ja mal gucken, dass man in der nächste Folge mal rüber geht. Zu Herrn, ich töte euch alle. Wäre doch vielleicht mal ganz nice. Denke ich mal so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber mit ihr zu Fuß hier unterwegs sind, können wir auch den ganzen Loot mitnehmen. Nächste Milch? Boah. Das ist gemein. Immer auf mich. Klappe. So, weg mit dir. Aua. Gibt es eine Möglichkeit, super gut auszuweichen? Anstatt immer irgendwie nur alles über sich ergehen zu lassen? Weil irgendwie. Ich muss sagen, das nervt schon ganz schön, dass ich halt immer nicht weiß, wie ich dann am besten mehreren Dingen ausweichen kann, aber. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu doof dazu. Aber ob wir alles schaffen oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe auch, die kürzere Folge hat euch heute gefallen. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Zombie.